Hallo, lieber Kader-Club-Freunde, mal kein Tutorial. Diesmal möchte ich euch eine Hardware vorstellen. Ich mache das sehr selten, aber ich finde das so toll, was ich mir hier selber gegönnt habe, dass ich sage, vielleicht interessiert das den einen oder anderen auch und deswegen stelle ich es euch vor. Das ist nämlich hier ein Selfie-Stick, den habe ich mir gekauft, weil ich das neue iPhone 15 Pro Max mir auch geholt habe und dafür einen neuen Selfie-Stick haben wollte. Und der Vorteil von diesem Stick ist, dass er schön handlich ist. Und wir können das Ganze hier mal auf der Homepage vom Hersteller anschauen. Da sieht man das Ganze nämlich in Aktion. Das Tolle ist, der hat nicht nur so ein Teleskop, was man ausfahren kann, sondern hier oben auch so eine Federklemme, in der iPhones verschiedener Größen reinpassen. Und mit dem iPhone 15 Pro Max klappt das eben auch sehr gut. Man kann das Ganze hier auch so ein bisschen drehen. Aber schaut mal, hier unten ist auch noch so ein Fuß drin. Man kann das Ganze also ausklappen und quasi auch hinstellen. Die Kamera, das ist schon mal schön, wenn man von unten was filmen will. Zum Beispiel, wenn man mit dem Fahrrad irgendwo lang fährt und die Kamera einfach hinstellt. Oder das einfach als Stativ benutzt, um einen FaceTime-Call zu machen. Also wunderschön gelöst das Ganze. So sieht der dann eingeklappt aus. Wir können uns das hier nochmal so anschauen. Auf der Homepage sind noch so ein paar Bilder. Und was auch toll ist, ist dieser kleine Kasten hier. Das ist nämlich ein kleiner Bluetooth-Schalter, der da dran ist. Der ist hier schön reingeklemmt, wird per USB-Kabel, was beiliegt, auch aufgeladen. Und den kann man auch rausnehmen, so dass man eine kleine Fernbedienung hat. Und da dachte ich mir, hoffentlich funktioniert das mit der Standard-App von Apple, denn da kann man ja viele Sachen einstellen. Und dass ich da nicht so eine Spezialanwendung für brauche. Und tatsächlich, wenn man diesen kleinen Fotoknopf hier länger drückt, dann blinkt diese grüne LED auf und man kann das Gerät mit seinem iPhone per Bluetooth verbinden, so wie jede andere Bluetooth-Sache auch. Und dann funktioniert der sofort mit der Standard-Fotos-App in iOS 17. Also einfach draufdrücken und der entsprechende Videomodus wird ausgewählt. Filmen oder fotografieren klappt dann über diese Fernbedienung, was natürlich großartig ist. Hier sieht man es ganz normal, wie man das auch als FaceTime-Call benutzen kann. Und eben, dass man das auch ins Hochkantformat drehen kann. Gerade für so FaceTime-Sachen ist es vielleicht auch ganz lustig. Also eine schöne Sache. Den Link dazu, den gebe ich in die YouTube-Beschreibung mit rein. Und ihr findet ihn auch in der Textdatei zu dem entsprechenden Download-Bereich im Arcada Club auf der Webseite. Und hier ist es für $29,99 angeboten. Bei Amazon habe ich es billiger bekommen für 24 Euro. Also schaut selber mal nach. Den Link gebe ich, wie gesagt, mit. Ja, dann schaut selber mal, ob das vielleicht auch für euch was Spannendes ist, gerade mit diesem Fernauslöser. Und dass es eben mit dieser Standard-iOS-App funktioniert, fand ich das großartig und bin absolut begeistert. Preis ist absolut in Ordnung. Naja, und den Tipp wollte ich euch auf jeden Fall mal mitgeben, denn der ein oder andere fragt immer nach meiner Ausrüstung, was ich so alles habe. Und das ist ein Teil davon.